Hallo EMTV News, der Rico hier. Heute bei mir das brandneue Santa Cruz Hecla. Ganz neu ist, wie ihr wisst, das alte gab es mit 27,5 Zoll oder in MX. Das neue 2022er gibt es mit 29 Zoll vorne und hinten oder 27,5 Zoll am Heck. Dann ist es die MX-Version. Beiden gemein ist eigentlich alles bis auf die Laufradgrößen und die Länge des Hinterbaus oder des Radstands. Der wird nämlich bei der MX-Variante 15 mm kürzer. Wer sich jetzt fragt, welches Rad ich wann benutze, dem würde ich sagen, das 29er ist vielleicht eher für die schnellen Varianten im Mittelgebirge oder auch in den Alpen, aber eher so Enduro-Touren, irgendwie wenn es auch kopiertes Gelände rauf runter geht. Die MX-Variante, die hat schon deutlich mehr Nehmerqualitäten, auch wenn der Federweg gleich ist, aber die MX-Variante ist mehr für viel bergab und wenn es richtig zur Sache geht. Dadurch, dass eben das Heck ein bisschen kürzer ist, wird das Handling ein bisschen verbessert und Santa Cruz sagt selber, das Rad ist mehr dann für die Gravity-lastigen Sachen gedacht. Am Heck hat das Heckler, das klingt ja total verrückt, also das Heckler CC hat am Heck 150 mm Federweg und ein VPP oder VPP Hinterbau System, also einen virtuellen Drehpunkt wird da generiert und an sich funktioniert das ganze System sensibel, aber auch progressiv zum Ende hin, was ich ganz gut finde. Also mir persönlich taugt das Hinterbausystem sehr gut. Es klebt, wenn es kleben soll, es hebt ab, wenn es abheben soll und so stelle ich mir eigentlich ein Hinterbausystem vor. Die Geometrie von dem Rad ist ein bisschen verändert als zum alten. Klar, wir haben 29 Zoll Laufräder vorne und hinten. Das Ganze wird etwas länger im Reach. Man kriegt ein bisschen mehr Platz. Man hat weniger Überschlagsgefühl, wenn es irgendwo runter geht. Von der Geometrie lehnt sich das Rad an das aktuelle motorlose Bronson von Santa Cruz an. Das ist aktuell wirklich die modernste Geometrie, die Santa Cruz in petto hat. Wie gesagt, steilerer Sitzwinkel, mehr Reach, viel Platz. Das ist ein cooles Teil. Santa Cruz Hecla bleibt natürlich beim Vollcarbonrahmen in der Front komplett und aber auch Carbon-Hinterbau, also keine Mogelpackung mit einer Alu-Variante am Heck. Hier ist alles Carbon und alles sehr hochwertig gemacht. Als Motor ist hier der EP8 von Shimano verbaut, aber ganz neu 2022 kein Shimano-Akku, sondern der Akku von Davon mit 720 Wattstunden. Das ist der Davon-Akku mit 720 Wattstunden. Das ist der Shimano-Akku mit 630 Wattstunden. Und wie ihr seht, ist der Shimano-Akku im Original sogar ein bisschen länger. Das Gute an dem kürzeren Akku, der Schwerpunkt bleibt bei dem Rad sehr in der Mitte und nicht so frontlastig, was ziemlich cool ist. Man hat quasi jetzt 90 Wattstunden mehr, aber vom Handling kein Deut schlechter. Die Santa Cruz-Fans, die wissen das. Das Hecla gab es bisher nur in der CC-Version bei der Carbonfaser. Künftig wird es auch eine günstigere Version geben. Da ist nur die C-Faser verbaut, die einfach ein Tucken günstiger ist und damit ein günstigeres Rad generiert werden kann, was ich ganz gut finde, weil nicht jeder will gleich über 10.000 Euro ausgeben. Gewichtstechnisch sind wir hier bei dem Testrad bei 22,9 Kilo. Santa Cruz gibt es ein bisschen weniger an mit dem Gewicht. Das liegt einfach daran, wir haben hier Double-Down-Karkassen auf den Maxxis-Reifen drauf. Das wurde für das Testcamp so aufgebaut, weil wir hier in Sospel sind. Ihr seht es hinter mir. Hier gibt es viele Berge und viele roughe Trails, die einfach mit Steinen gesät sind und da holt man sich schnell einen Durchschlag und da haben sich die Leute von Santa Cruz gedacht, bevor wir hier mit den Redakteuren ständig irgendwie Platten haben, machen wir lieber die Double-Down-Karkasse drauf, wiegt das Rad ein bisschen mehr, aber wir haben gar keinen Stress. Ich kann euch sagen, wir sind hier zwei Tage gefahren, ziemlich harte Trails und wir hatten in einer, ich glaube, wir waren 8 Leute, keinen einzigen Platten, was ziemlich gut ist. Also wie gesagt, 22,9 Kilo, so wie es hier steht, mit 720 Wattstunden Akku, ist eine klare Ansage, ist ein gutes Gewicht auf jeden Fall. Federweg, ich habe es eingangs schon erwähnt, haben wir hier 150 mm am Heck, 160 an der Front und dazu gibt es einen kleinen Flipchip,
Der ist hier hinten verbaut, ist ganz einfach zu lösen. Und wenn man den umdreht, dann kann ich den Federweg in der Endprogression etwas erhöhen. Das bedeutet, bei dem Rad ist die Progression im ersten Moment eher ein bisschen linearer angelegt, also komfortabler. Man nutzt sehr viel Federweg. Das Rad fühlt sich leichtfüßig und poppig an. Und wenn man es dann eben mag, weil man doch sehr viel Endprogression braucht und sehr steil wird oft, dann dreht man den Chip um und hat eben das Quäntchen mehr an Progression am Heck, was sicherlich Leute machen werden. Ich finde lineare Kennlinien ziemlich gut und fahre die ziemlich gern. Ja, was haben wir noch Neues an dem 2022er Santa Cruz Heckler? Es gibt von Santa Cruz einen neuen Lenker, der ist oval. Also vom Querschnitt hier, normalerweise ist ein Lenker ja rund. Der wird in der Mitte ist er dick, 35er Klemmung, 31,8er Klemmung und nach außen hin wird er dünn. Aber der Querschnitt an sich bleibt rund. Hier hat man einen ovalen Querschnitt gemacht, um den Komfort zu verbessern und die Eigendämpfung zu erhöhen. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht so gespürt, aber ich habe es auch nicht negativ gespürt, was ja wiederum ganz gut ist. Dazu gibt es neue Griffe, die fassen sich wirklich gut an. Die haben einen angenehmen Grip, haben eine gewisse Eigendämpfung, sind weich und griffig, mit und ohne Handschuhe, glaube ich, super gut zu fahren. Mir taugen sie auf jeden Fall sehr. Wer sich jetzt fragt, wie sich das Heckler 2022 auf den Trails fährt, den nehmen wir jetzt einfach mal mit, weil wir waren natürlich hier in Sospel in der Nähe von Nizza in Südfrankreich unterwegs. Santa Cruz hat uns hier zum Presscamp eingeladen. Da haben wir es richtig krachen lassen. Die Details gibt es im Video. Ah, dann mal Vollgas. Na prima, da hat Santa Cruz ja mal was richtig Tolles ausgeheckt. Das Santa Cruz Heckler 29 liefert auf dem Trail eine starke Performance ab. Es klettert souverän und besitzt am langen Heck immer genug Traktion, um auch in technischem Gelände nicht zu versagen. Und bergab im Downhill, auch hier überzeugt es. Gut ausbalanciert entfaltet es im Downhill mit einem komfortablen, aktiven Fahrwerk absolute Nehmerqualitäten. Der VPP-Hinterbau tastet den Boden sensibel ab und arbeitet durch den kompletten Federweg komfortabel, ohne dass das EMTB zu einer schaukeligen Sänfte wird. Agil und aktiv lässt sich das Santa Cruz Heckler 29 durch jedes Terrain steuern. Wären wir auf der Suche nach einem neuen, richtig schnellen EMTB für die nächste Enduro-Huts, die gern noch etwas länger sein darf, käme das Santa Cruz Heckler mit Sicherheit in die ganz, ganz, ganz enge Auswahl. Ja Leute, das war meine kurze Vorstellung vom Santa Cruz Heckler 2022 in der 29er Version. Wenn ihr Fragen zu dem Modell habt, postet sie hier gerne in die Kommentare. Wir werden das versuchen zu beantworten. Wenn ihr sonst noch irgendwas dazu zu sagen habt, postet es auch in die Kommentare. Das finden wir auch gut. Lasst ein Like da, ein Abo wäre mega cool. Und ja, wie immer, bleibt elektrisch.